Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Wir sind letztes Mal stehen geblieben, nach unserem Kampf gegen die schwarze Falfaris. Und seitdem ist ein bisschen Zeit vergangen, die man leider auf dem Zähler nicht wirklich sieht. Und zwar habe ich, weiß nicht, so 3 oder 4 Stunden damit verbracht, schwarze Falfaris zu farmen. Das heißt, ich bin runter von hier aus, runter ins Dorf gelaufen. Hab mir die Sequenz angeschaut, das Viech getötet und, falls es nicht die richtige Ausrüstung gab, wieder neu geladen. Wenn ihr euch jetzt den letzten Kampf angesehen habt, mögt ihr euch vielleicht fragen, oh mein Gott, wie hat der denn das Viech gefarmt? Der ist doch fast verreckt. Ja, das ist an sich so auch richtig. Aber eigentlich halt auch nicht. Denn de facto habe ich einfach weniger fair gekämpft als letztes Mal. Ich habe Hastgar gebufft, ein paar Rapid-Schläge drauf, die dann jeweils vollen Schaden machen. Und dann mit Anima hinterher. Ekstase, 700.000 Schaden. Und dann war das Viech tot, weil es hat nur 800.000 HP. Und das habe ich ziemlich oft gemacht. Denn ich wollte ja eine Ausrüstung, die mir für meine Charaktere auch wirklich was bringt. Und das bedeutet, ich möchte, wenn man davon ausgeht, dass Falfaris immer eine Waffe droppt oder immer eine Ausrüstung droppt, was sie fast immer tut, dann möchte ich natürlich erstens eine Rüstung, keine Waffe, weil Waffen habe ich. Also Hälfte alles Loots, Müll. Dann möchte ich eine Waffe für einen dieser Charaktere, dieser drei, und nicht für einen dieser vier. Das heißt, die Hälfte mal 3/7 sind 3/14, sind weniger als ein Viertel von Loot, war überhaupt ansehenswert. Dann muss das natürlich noch 4 Slots haben und die richtigen Abilities drin. Da habe ich jetzt auch was gefunden, endlich, nach, wie gesagt, einiger Zeit, nämlich diese schöne Rüstung. Ich hatte schon mal sowas Ähnliches, das hieß auch Himmelswappen, irgendwie vor 2 oder 3 Versuchen. Da war Schleife und Autoregener drin. Und ich habe mich erst voll über die Schleife gefreut, aber dann habe ich angefangen nachzudenken und dachte mir, hey, du willst Schleife drin haben, du willst HP-Expander drin haben, du willst Autohast drin haben und eigentlich dann noch Autoprotes, Phönix oder Kur. Nee, Kur nicht. Ich habe ja Schleife. Auto Phönix oder Auto Proteus. Und jetzt hast du da aber Auto Regener. Auto Regener nützt dir nicht, wenn du tot bist. Du willst überleben. Eigentlich will ich Auto Proteus. Also, weg damit. Neuladen. Jetzt habe ich aber dieses hier. Und ich werde da auch einfach mal jetzt ganz brutal. Also, es ist leider für Lulu, die ja angriffstechnisch unser schwächster Charakter ist. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sie keine abwehrdurchschlagende Solaris-Waffe hat. Aber sie hat immerhin mächtige Zauber. Das heißt, sie kriegt jetzt von mir einfach einmal volles Programm, eine Rüstung nach meinem Traum. Bam. So. So soll, könnte die Ausrüstung aller meiner Charaktere aussehen. Jetzt werden wir außerdem endlich auch mal sehen, wie viel HP sie eigentlich hat. 15.000. Okay. Heilen wir uns mal kurz. Und ja, gut, die Sphero-Level, ja, da ist noch Platz, gut, wunderbar. Also, 3, 4 Stunden, wie gesagt, das ist, was, schwarze Bestia, wofür man die schwächeren schwarzen Bestia besiegt. Wenn wir irgendwelche Chancen haben wollen, weiter als der schwarze Ixion zu kommen, dann werde ich das gleiche nochmal beim schwarzen Ifrit machen müssen. Das kann ich euch gleich schon besagen. Aber vorher lassen wir das Ganze ganz entspannt angehen, denn zum schwarzen Ifrit müssen wir erstmal hinkommen. Den haben wir per Zufall schon mal vorher irgendwo gesehen. Und zwar befindet der sich in der Sanubia-Wüste. Ich kann euch gleich mal sagen, also wenn wir den schwarzen Ixion schaffen, haben wir schon extrem. Oh, falscher Punkt. Haben wir schon ziemliches Glück. Denn eigentlich müsste ich inzwischen schon längst anfangen, an der Monsterfarm Spheroiden zu farmen, Geld zu farmen für Sprengspheroiden und das ganze Sphärobrett umräumen. Wie können wir da? Ne? Schwache Felder aussortieren, neue Felder belegen und sowas alles. Damit müsste ich eigentlich schon längst anfangen. Also, schwarzer Ifrit jetzt vielleicht geht noch. Fehlt sonst noch irgendwas? Nee, ne? Nee. Aber, ne, für den HP-Expander, wenn ich jetzt von Ifrit nicht HP-Expander und Schleife bekomme,
Hätte ich außerdem Gigantenflügel farmen müssen, was bedeutet Morbols bestechen, was bedeutet noch mehr Geld besorgen von Mimics in der Omega-Grotte. Ich behaupte mal, wenn ich den schwarzen Ifrit besiege, könnte ich locker 15 Stunden weitere Spielzeit verwenden, offscreen, nur um irgendwie meine Werte ein bisschen zu verbessern. Aber das werde ich nicht machen. Einfach weil ich persönlich als Spieler keine Lust drauf habe. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, den schwarzen Ifrit zu besiegen. Ich denke, wir haben auch gute Chance, das zu schaffen. Habe ich irgendwo noch Hasenausrüstung? Aha. Ihr wundert euch vielleicht, warum will er hier kämpfen? Ja, es ist doch Zanubia-Wüste, ne? Kaktus-Spiele, ihr erinnert euch? Ganz einfach, ich möchte Animas Ekstase bereit haben. Was mich gerade erinnert, auf was steht eigentlich Yunas Ekstase? Kapf ist gut. Ich möchte einfach Anima bereit haben, um im Notfall reagieren zu können. Hallo du. Oh, was mache ich jetzt mit dir? Ich warte einfach mal. Lulu ist es natürlich ziemlich oft an der Reihe, weil sie halt Hast hat. Aber damit müssen wir leben. Es ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil mit Zauber Turbo. Ich kann nicht auf Turbo nehmen. Wow. Und mit Zauber Turbo kann sie ihre Züge eigentlich immer gut nutzen. Schutzengel verteilen. Und irgendwelche Schutzzauber auf die anderen. Irgendwas geht da. Mit ihr. Anima ist übrigens weiblich, also, ne? Wenn ihr euch hasst, hier. Das ist der Nachteil bei so hohen bei den hohen Werten der Bestia. Wenn man dann mal will, dass der Gegner agiert, dauert das eine gefühlte Ewigkeit. Na komm schon, Wurm, trau dich. Oh Gott. Och nee. Ja gut, dann greifen wir halt an. Das bringt auch so. Okay, scheiß drauf. Wir machen das mit Yunas Ekstase, das geht schon. Darauf habe ich echt keine Lust. Also, ja, Anima ist halt eine extrem hohe Stufe, kriegt nicht mehr viel Schaden. Dementsprechend. Also die Bedrohung ist halt einfach nicht da, deswegen gibt es auch wenig Ekstase, zumindest denke ich, dass das so ist. Aber wir haben ja mit Yuna eine Triple-Ekstase-Waffe. Das heißt, wir lassen sie einfach die Leute immer die Monster immer umhauen. Und dann kann sie. Ja, komm. Kein Grund zu sparen. Rapid Schlag ab dafür. Pop. Ja, dann geht ihre Ekstase nämlich einen ganzen Tacken zügiger hoch. Als die von Anima. Und dann machen wir am Ende einfach einen Meisterruf. Rufen sie Anima wieder zurück. Und dann hat sie volle Ekstase. Und alles ist fertig. Und weil ich das eben machen wollte, muss ich hier jetzt ein paar Kämpfe machen. Sobald ich das natürlich voll habe, das heißt Yunas Ekstase voll, oder eigentlich jedermanns Ekstase voll, lege ich natürlich wieder null Monster an, weil es ist immer noch die Zanubia-Wüste und niemand mag die Zanubia-Wüste. Behaupte ich mal. Also, beziehungsweise das erste Mal für die Story ist es noch ganz schön hier, weil man man hatte dann ja vorher diese riesigen Umwälzungen, Enthüllungen mit Seymour. Übelstes Chaos passiert. Ah, das war ein Hinterhalt, genau. Ne? Pass, Yuna, ab dafür. Man hatte diese riesen Umwälzung und dann tut dieser so ein langer, relativ hirnloser Dungeon ganz gut, um einfach sich das Ganze bewusst zu machen und verarbeiten, sich seinen eigenen Teil zu den Theorien zu denken und sowas alles. Da ist es noch ganz angenehm. Und man freut sich auch einfach über die riesigen Mengen Erfahrung, die man hier kassiert. Aber ja, jetzt ist das eher so nicht so großartig. Naja, was soll man machen? Das ist ein. Genau, das ist ein Montesaurus. Erstmal hier was. Nein! Ach, verdammt. Das ist natürlich nutzlos. Och, mal. Die
große Stärke von Autorust ist übrigens nicht unbedingt die Ersparnis, die man hat, dadurch, dass man nicht Hassberg haben muss. Ich meine, das ist natürlich schön und alles, aber der wirkliche Wert ist, dass man nach Schutz sofort wieder im Hass zu stecken ist. Das ist eigentlich das richtig Wertvolle. Denn die spätere Boss, die spätere schwarze Nächste, die höhere, die basieren wirklich auf Schutzengel. Es gibt beim schwarzen Bahamut einen, dessen Ekstase besteht darin, dass er erstes Mega Flare einsetzt, was maximalen Schaden auf alle bedeutet, und dann nochmal einen Impuls. Oder andersrum. Und der Impuls macht auch eigentlich immer maximalen Schaden. Das bedeutet, man muss, wenn man nur eine Bestie opfert, wird die Gruppe danach trotzdem durch den Impuls gekillt. Man muss also die gesamte Gruppe im Schutzengel haben und eine Bestie. Wieso lebt er noch? Hab ich den gerade nicht gehauen? Warum lasse ich Lulu angreifen von der Ekstase? Man muss also die ganze Gruppe in Schutzengel haben und ein Bestie opfern und danach ist die ganze Gruppe ohne Schutzengel. Und wenn man dann kein Autohast hat und natürlich entsprechend hohe Geschickwerte, ich setze das jetzt mal voraus, dann toastet er natürlich einfach, dann kann es ja passieren, dass er einfach nochmal angreift und dann anfängt, Charaktere wirklich über den Jordan zu schicken. Und das will man natürlich nicht. Und da ist Autohast zum Beispiel enorm, enorm, enorm nützlich. So. Ja, doch. So. Das Vieh hat doch nur 30... Wie viel hat das? 14.000? 18.000? Wieso? Wie kann das? Ich muss mir das jetzt mal ansehen. Soweit ich weiß, kann das eigentlich gar nicht mehr leben. Weil das hat niemals mehr als 100.000 Life. Die Würmer haben doch gerade mal... Ernsthaft? Och komm schon, Spiel. Das ist doch sowas von unnötig. Ach nee. Aber so kann man natürlich als Entwickler auch Geld sparen, ne? Oh, wir müssten eine Todesanimation machen. Für ihn im Flug und und am Boden. Oh ne, lass mal. Lass ihn einfach im Flug nicht sterben. Dabei hält er einfach immer einen HP. Ja, warum nicht? Gott, wer denkt sich sowas aus? Ernsthaft? Fauler Entwickler. Schlimme Sache. Naja. So. Also, wie gesagt, wir hatten mit dem schwarzen Ifrit schon so eine kleine Kollision, wo ich so ein bisschen in Panik verfallen bin. Das war nämlich, als wir hier das Spiel gemacht haben und ich dachte, einer der Kaktoren wäre da im Norden. Und dann war er aber nicht da. Und dann hatte ich da eine Person rumstehen sehen, von der ich überhaupt nicht wusste, was die da wollte und sollte. Und überhaupt, warum ist da wer? Dann hat die gesagt, ja, helf mir mein Kind zu suchen. Und dann plötzlich sagten wir, ja. Und sie, ja, geht mal da, guckt mal da drüben. Und dann war da in dieser Gruppe plötzlich der schwarze Ifrit. Und ich nur so, aber jetzt sind wir nicht so, sondern mehr so, wo soll Yuna hin? Ich hab keine Ahnung, was ich mit ihr machen wollte. Nicht das, was ihr jetzt denkt. Imitieren, oh, warum nicht? Wobei, erstmal gucken. Das Glück, das Zeugs, das Glück. Wo ist Fiku gerade? Da oben, das haben wir schon. Ach ja, Yuna hatte ja schon so viele Wege schon mitgenommen. Ja gut, dann sparen wir ihre Dinger erstmal. So. Na, also, ich hatte das eben erwähnt mit den Spheroiden. Ich glaube, ich hatte auch... Also, wenn ich es machen würde, würde ich vermutlich wieder in die Monsterfarm gehen. Mir erstmal massig Sphero-Level besorgen. So, dass ich Riku, Lulu und Yuna im Prinzip alle auf dem gleichen Stand habe. Dann stelle ich sie alle aufs gleiche Feld, die zwei Freund-Spheroiden. Und von dort aus fange ich dann an, mit allen drei immer synchron Felder abzureißen, neu zu besetzen, freizusetzen. Abreißen, neu besetzen, freibesetzen. So würde ich dabei vorgehen. Ich mach's nicht, aber das ist ja kein Grund, euch nicht zu sagen, wie ich es tun würde. Weil es ist halt eigentlich nur Beschäftigungstherapie. Und auch wenn es natürlich sicher mal irgendwie schön wäre, die hohen Viecher zu sehen, ich bin einfach da nicht so der... Ich muss mich da nicht mit... Ich hab da nicht so das Gefühl, dass ich unbedingt alle Secrets geschafft haben müsste. Weil alle Secrets schaffen kann ich auch, indem ich mir 4 Millionen Gil farme, zigtausendmal Yojimbo rufe, bis ich ein gutes Verhältnis bei ihm habe, damit Yojimbo durch alle Gegner durchgehe. Das geht mit allen... Das geht selbst mit dem Secrets... Mit dem schwersten Secret-Boss geht das auch. Der ist auch Yojimbo... Mit dem... Auch den kann man mit Yojimbo besiegen.
Man braucht halt einfach nur viel Geld und viel Geduld. Und für mich ist Final Fantasy ein Spiel, das ein bisschen taktischer heraus, ein bisschen im Kampf, ein bisschen Herausforderungen bietet. Und tolle Stories. Vor allem die tollen Stories. Aber was Final Fantasy für mich nur wirklich bei Gott nicht ist, ist ein Geduldsspiel. So, da ist der schwarze Ifrit. Ich sehe seine Hörner. Haben wir hier irgendwo einen Speicherpunkt? Ich will ehrlich gesagt nicht jedes Mal wieder den ganzen Weg laufen. Aber ich fürchte, wir haben hier keinen. Also haben wir nur einen Versuch. Toll. Ja, Lulu, ich weiß, dass du unbedingt willst. So, hier. War klar, dass das nicht ganz reicht. Aber Lulu kann doch schon den Vogel töten, weil Yuna braucht nur die Echse. Echse, Dino, was auch immer. Stirb halt! Alle Ekstasen voll. Anima-Ekstase voll. Magus-Trio hatte, glaube ich, auch noch volle Ekstase. Wenn nicht, wir haben einen Meisterruf. Und mehr als eine Ekstase schafft der Beast, der gegen die eh nicht. Also haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Da ist noch... Was ist das? Treffer? Yep, Treffer. Und... Record hier oben noch den ganzen Weg. Was war denn hier? Schutzengel. Oh, verdammt, sie hat keinen Schutzengel bisher. Bitter. Aber egal. Muss halt gehen. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir den Kerl hier schaffen. Oh, warte, das ist keine... Ich dachte, das wären die zwei Hörner vom Ifrit. Ach nee. Der war so dumm mal Bettköpfe. Oh nein. Ja, nee. Also, mich von euch hauen lassen, sehe ich jetzt vorne und hinten nicht ein. Winke, winke. So, und darin ist Lulu halt wirklich die Beste mit Zauberturbo. Ich will, dass sie eine Rolle spielt, aber, ne? Deswegen ist es gar nicht so schön, dass sie jetzt die Möglichkeit zu. Wäre es über Ausrüstung für Yuna hätte ich mich am meisten gefreut, weil nehmen wir mal an, jetzt kommt ein Angriff, der 10.000 Schaden auf alle macht und die anderen zwei sterben und Yuna lebt noch und ich weiß, ich komme da nicht raus. Mit Yuna kann ich immer noch beschwören. Wenn jetzt Lulu steht, scheiße. Kann ich nichts mehr machen. So, bitte suchen Sie in der Nähe der Klippen. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Einfach mal drauf und auf das Beste. Meine Albett diese Bewegung machen zu sehen, ist irgendwie sehr seltsam. Oh. Ja, die Evaniten werden inzwischen relativ kreativ. Wow. Nahaufnahme von Bad Detection Face ist ein Surprise. So, schwarzer Ifrit. Ich habe nicht mal das Buch hier, ich habe keine Ahnung, was der kann. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass bei ihm Hitzesog nicht das Geringste nützt. Wäre auch langweilig, oder? Wir fangen mal ganz gechillt an. Hast du ziemlich genau das Gegenteil von entspannt, aber egal. So. Wahrscheinlich ist es auch so einer, der, sobald er erstmal am Zug ist, richtig schnell agiert. Fürchte. Ah, das heißt, eigentlich wäre jetzt gerade meine beste Angriffsgelegenheit. Aber... Schlag. Und ab der... Oh, kontert der nicht? Jupp. Aua. Und er hat Hit Expander. Yay, jetzt geht's los. Ach, scheiße. Jetzt beginnt der Spaß. Also gut, das war ein kritischer Treffer. Das ist natürlich nochmal ein Tacken unfairer, aber selbst wenn's... Ne, es war ein kritischer Treffer, also wenn, selbst wenn es nicht tödlich gewesen wäre, wären es 45.000 Schaden, mit Proteus 20.000. Wenn er mich angreift, stirbt der Charakter. Punkt. Das macht natürlich Schutzengel nur umso wichtiger. Aber ja, wir haben hier immerhin einen Punkt. Ich hatte, glaube ich, irgendwas um die 1 Million, 1,2 Millionen, irgendwie sowas in der Hand. Meteorit. Was er halt nicht haben dürfte, wäre Schaden gegen mehrere Ziele. Weil, ja, ne, ist halt Ifrit. So. Außerdem muss ich nicht heilen, weil... Ne? Weil... Ja. Er tötet mich eh immer mit einem Schlag, also warum heilen?
Ich überlege, wie ich das am besten mit Angriffen mache. Am besten natürlich mit ich versuch's einfach jetzt mal mit Zaubern. Ah, das Magie müsste ja haben. Ja. Ich meine, ich habe jede Menge MP für den Kampf, also zumindest jetzt erstmal. Ich versuch's einfach und schaue, ob mehr Schaden rumkommt als bei Dings, weil man ja für Hades Magie auch noch einen Konter frisst. Vielleicht habe ich ja Glück. Und seine Zauberabwehr ist nicht so hoch. Oh shit. Okay, wir bleiben also bei Rapidschlägen. Und ich habe gleich zwei tote Charaktere. Beziehungsweise Schutzengel noch, aber. Ja, jetzt kommt Konter und ich glaube, ich quatsch danach, wenn ich bin noch nicht am Zug. Ja, schon wieder gekritzt. Wir haben nicht genug Glück, merkt es? Deswegen die ganzen kritischen Treffer. Schutzengel. Record jetzt aus dem Nachteil, dass ihre Waffe mit den schwächer wird, wenn sie weniger HP hat. Das heißt, eigentlich ist Yuna jetzt die bessere Angreiferin, aus dem simplen Grund, dass sie dass ihre Angriffskraft nicht sinkt. Oh, wieder Lulu. Solange Lulu tötet, ist es eigentlich ganz gut, weil, wie gesagt, Hast und so, ne? Und er ist zugegebenermaßen relativ langsam. Also gerade im Vergleich zur Falfaris muss man sagen, das ist schon noticeable, bemerkenswert, dass er doch relativ langsam ist beim Angreifen. Hat er nur Meteorit oder ich weiß gar nicht, ob er auch normal angreift. Ich hatte gerade. Ach ja, genau. Wir machen also weiter wie vorhin. Kapitschlag. Oh. 200.000 Sitze. Und Jonas tot. Wie grau auf sich selbst in Vorbereitung für einen Angriff in der nächsten Runde. Und Schutzengel auf. Also ihr merkt, dass wir wirklich einen großen Vorteil jetzt schon Autohaft allein gehabt hätten. Während uns HP-Expander hier leider gar nicht das geringste nützt. Was ich extrem schade finde, aber naja. So. Riku würde tot bleiben, also greift sie nicht an, sondern. Oder warte. Bei ihr ist ja nicht egal, wer wie viel MP wir ausgeben, also. Schutzengel. Lulu. Das will ich jetzt. Ich probiere einfach mal was aus. Einfach mal experimentieren. Ob sie den Meteoriten damit abfangen kann. Nein, kann sie nicht. Gut, okay. Dann halt nicht. So. Trotzdem glaube ich, wir stehen gerade nicht so schlecht da. Genau, Riku ist nämlich vorher dran und kann dann mit. Leider momentan anscheinend immer Lulu haut. Fangen wir jetzt einfach mal an, da mit drauf zu vertrauen. Dass wir nämlich Riku jetzt angreifen lassen. Und, Riku durch Schutzengel widersteht, Lulu angegriffen wird, durch Schutzengel widersteht. Ich kann dann aber auch immer Lulu angreifen. Oh, verdammt. Na gut, Hauptsache nicht Riku. Das ist das Wichtigste. Also, passt gar so. Und jetzt sind wir wieder auf dem alten Stand. Riku kann gleich wieder angreifen. Nee, wir greifen diese Runde nicht an. Lieber nicht.
lieber auf Nummer sicher gehen. Wir könnten eigentlich auch schon mal versuchen, was Anima an Schaden macht und dann mit der, mit dem Magus-Trio finishen. Das könnte man auch probieren, weil taktisch ist der Kampf jetzt echt nicht gerade der Burner. Tut mir leid. Ich fühle mich schlecht, ich gestehe. Wen erwischt's? Ju. Perfekt. Absolut großartig. Nein, erst hast. Hast Vorschutzengel, denn sonst verstreicht Zeit, die wir nicht gehastet sind, und das wollen wir nicht. Nee, halt, hier ist noch kein Meister. Erstmal normale Beschwörung. Schauen wir mal, was. Okay, never mind. Na komm. Machen wir mal. Schauen wir einfach mal, was passiert. Schauen wir mal, wie lange die drei dagegen durchhalten. Ich meine, gegen wen hatten die uns gerettet? Gegen den Dicken von der Monsterfarm, genau. Schauen wir auch mal, wie die sich hier schlagen. Ich meine, sie haben ja, sie haben sich ja schon als deutlich, besser. Aber erstmal die Ekstase. Oh, dann kriegen sie seine Ekstase und dann sind sie tot. Okay, never mind. Illuminati Angriff. Ahoi. Ach, nur meine Gegenstände von Schaden. Oh Gott. 4, 5, 6. Waren 6 Angriffe, oder? 350.000. Das war schockierend wenig. Aber seine Ekstase ist offenbar noch nicht voll. Aber gleich. Bumm, tot. Und jetzt Inferno. Oh weia. Ärgerlich wäre es gewesen, wenn er sie getötet hätte, bevor sein Inferno fertig gewesen wäre. Denn dann hätte ich eine zweite Bestie opfern müssen. Und das will ich natürlich nicht. Leider komplett angucken. Ist das sogar die komplette Version? Nee, ist es gar nicht. Das ist schon die Kurzvariante, glaube ich. Naja, tot ist tot. Oh. Holla die Waldfee. Das hätte die Dicke, wäre die Dicke nicht angeschlagen gewesen, hätte sie es, glaube ich, sogar knapp überlebt. Ich bin beeindruckt. Also wirklich beeindruckt. Aber egal. Tot ist tot. So. Und wir haben etwas sehr Schlimmes überstanden, sag ich mal. Sie hat keinen Schutzengel, also tut sie nichts. Du brauchst Schutzengel. Nein, Yuna braucht Schutzengel. Yuna ist nicht nochmal am Zug. Also, Meisterruf, Anima. Komisch, dass die Exase letztens geblieben ist, hat mich extra verwundert. Ich dachte, das würde klappen, wenn man zurückruft. Aber vielleicht funktioniert das auch nur, wenn man den Kampf dann beendet, ohne die Ekstase einzusetzen. Also ich weiß nicht. Jedenfalls Chaos gegen Falfaris, wie gesagt, waren es sehr genau 700 Schaden. 700.000 Schaden. Jetzt können wir also auch mal die andere Abwehrwerte vergleichen. Kurz rechnen lassen. Ach du meine Güte! Okay, das ist echt viel. Doppelt, also halb so viel Schaden. Weia. Okay, das wird lustig. Das wird noch ein lustiger Kampf. Ich meine, es hat sich gelohnt. Wir haben jetzt 700.000 Schaden gemacht. Über den Daumen mit beiden Ekstasen. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Nicht so viel, wie ich gehofft hatte, aber hilfreich. Ich hoffe, dass ich basteln kann. Nö, eigentlich. Ich irgendwie ein wenig basteln muss. Auch nicht. Verdammt, was tue ich jetzt? Ich brauche... Nochmal, ich brauche Schutzengel. So, jetzt endlich. Eigentlich müsste er auch bald langsam in die Knie gehen, also hier diese niedrigere Haltung annehmen. Wo sind wir? Da. Ich glaube, man... Ich weiß gar nicht, ob man den von den Bestias rauben kann. Ich will es aber exakt auch nicht ausprobieren, weil das kostet dann wieder Zeit und so.
passt. Na schade, reicht nicht.